Aber das Ding ist, ich habe halt auch keine wirklichen Reserve-Pokémon, weil ich immer gleich alles wegschicke, was ich nicht brauche. Gibt's denn was, das du brauchen könntest? Kann man Inkognitos tauschen? Ich switche hier einfach mal ein bisschen durch. Dann kannst du ein bisschen überfliegen, würde ich sagen. Ja, da, also das ist meine Elektrobox. Doch, ich hab tatsächlich. Magneton, Magnetilo, Magnet, so, ne. Hab ich tatsächlich welche. Und ich brauche noch Rotoms. Also Rotom-Geräte. Ich habe ein Kilo, so. Ein Kiguri. Da, das Bayern-Mat, da. Das finde ich auch sehr hübsch. Wieso ist das eigentlich in der Shiny-Box? Das ist meine Shiny-Box. Also ich habe nicht so viele. Ich habe Yanma, Kapado, Rosella, Roselia und Geowatz. Ich wollte gerade fragen, was ist das für eine Box? Aber das ist die Aufräumbox. Und ich will die schon wieder aufräumen. Hier kann eigentlich heimgehen. Ja. Magnetilo, Magneton. Tauschst du Tanupto gegen Carpador? Mein Shiny Carpador gegen Shiny Tornupto. Ja, können wir machen. Können wir machen von mir aus. Was muss ich machen, um zu tauschen? Da brauchst du meinen Code, oder? Da ist doch mein Code. Oder Yanma. Nein, Yanma ist blau. Yanma möchte ich werden. Garbador will ich tauschen. Aber das hast du doch schon eins. Bringt dir das denn so viel? Maus war leider schon vergeben und Maus sah irgendwie blöd aus. Jetzt ist mein Name die Mischung aus zwei meiner größeren Lieblingsstreamerinnen. Okay, die da wären? Okay, ich kenne doch keine großen Streamer. Keine dummen Affen. Ich habe jetzt auch kein so gutes Schnäppke. Und den Rest schauen wir uns, glaube ich, später an. Elektropflanze. Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Hallo Struggle, die Pokémon, die du frei hast. Er ist so lieb. Ich stelle mir das echt so lebendig vor. So, da kommt so irgendwer. Oh, deine Pokémon haben dir ein Geschenk hinterlassen. Hier. Dann gibt es dir Sand. Steine. Ach so, cool. Okay. Danke. Ich habe erst die Hälfte. Ich habe erst die Hälfte an Geisterlichtern. Das ist peinlich. Kann ich daraus Gyarados machen in Shiny? Ja. Okay. Na gut. Weiß aber wie gesagt nicht, wie das geht mit dem Tausch. Kann man von der Box austauschen oder muss ich das mitnehmen? Und es ist sehr klein. Also es ist ein ganz kleines Gyarados. Ist 0,8 Meter.
Geh jetzt mal raus. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Schreib mir einfach. Dann gehen wir so lange mal zum Alpolo-Auf. Da musst du vor den Dojo mit der Frau. Okay, ich gehe nochmal zurück. Wenn ich jetzt rausgehe, ist dann der Auflauf weg? Schon, oder? Okay, sorry, dann muss ich zuerst... Dann muss ich leider zuerst zum Auflauf kurz. Versuche mich zu beeilen. Vielleicht fangen wir ja noch einen Alpolo-Schein. Wer weiß. Und sie wird für Köder. Oh Gott. Hier gibt es wieder Paras. Ich hasse Paras. Ja, kann warten, kein Problem. Okay. Sind sie ja schon. Wie komme ich jetzt am besten in eine Wiese rein? Unbemerkt. Nein, Trassler. Dann hat sie auch Trassler. Mit der Frau sprechen. Moment. Und wo man den Dankbarkeitspunkte gegen Items tauschen kann. Okay. Okay. Gaming Peel, was? Okay, das ist nicht für mich. Okay. Ja, das ist doch. Das ist doch egal, vielen. Wenn ihm oder ihr. Entschuldigung, Panda. Er oder sie? Was sind deine favorisierten Pronomen? Wenn ihm oder ihr das wichtig ist, dann machen wir das also. Ja, klar! Spawnst du im Gras! Das ist jetzt auch uncool, Alpolo. Uncool. Was essen Alpolos? Mal schauen. Essen die überhaupt? Es gibt so viele Pokémon hier. Bohnen und Pilze. Okay. Schön, dass ich keine Bohnen habe. Und genau einen Pilzköder. Wunderbar. Jetzt gerade passiert. Warum seid ihr zu zweit? Warum seid ihr zu zweit? Boah, ich muss das nachher wieder alles aussortieren. Fällt mir gerade auf. Ganz auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich wollte nicht.
Leute, ihr seid Level 22. Regt euch mal ab. Wie sehen eigentlich Shiny Alpolos aus? Oh, Pech für dich. Dann muss die bestimmt auch mal mit Psycho-Attacke besiegen oder so. Gut. Das ist riesig, oder? Halt nicht. Mit kommen oder sterben, würde ich sagen. Okay, das ist wohl das Letzte. Leider kein Shiny dabei. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dann gucken wir mal, wie man tauscht. Wie viel habe ich? 9. Das ist nicht so viel. Ich hatte das Gefühl, es waren mehr. Mit einer Knallkugel erschreckt. Okay. Eine Knallkugel erschreckt. Also wenn ich das hier alles fertig habe, dann steigt die Chance für Shinies. Hat so wer mir glaubt gesagt. Oder wer anders. Ist das wahr? Hat das schon jemand ausprobiert? Macht wirklich jemand mit allen Pokémon alle diese Sachen? Okay, pass auf, ich gehe dahin. Ich glaube, wer ein Rotom Item hat. Nein. Der da, oder? So, und dann vermutlich bei den Fernseh spielen. Das Spiel ist mit dem Internet verbunden. Wird deine Konsole während der Abwicklung eines Tausches ausgeschaltet oder kommt es zu einem Verbindungsfehler, kannst du für kurze Zeit keine Pokémon mehr tauschen. Überprüfe daher im Vorfeld stets die Batterieladung deiner Konsole und stelle sicher, dass eine stabile Internetverbindung kommt. Stabiles Internet bei mir. Bitte gib ein Verbindungspasswort ein. Ich habe keine Ahnung, was mein Verbindungspasswort ist. Hahaha, lol. Ach so, das mache ich einfach. Okay. Ich glaube, das wäre falsch. Glückwunsch, Sie sind im Internet angekommen. 1-1-1-1-2-2, okay. Okay, alles klar. Moment. Moment, okay.
So. Okay, das ist ja relativ einfach. Stopp. Ich dachte, das ist jetzt von mir ein Passwort fürs Internet. Und ich so, dann habe ich hier ein Passwort eingegeben. So, bist du das jetzt? Tauschpartner Patrick. Bist du Patrick? Okay, dann brauchen wir ja gar nicht unsere Trainer-IDs und so. Das ist ja echt relativ unkompliziert. Als gute Aufgabe du auf, mein Kleines. Pokémon des anderen Spielers ansehen. Ja, witzig. Aber wer tauscht denn seinen Shiny Tornupto? Tschüss, Kaparor. Viel Spaß als rotes Garados. Ja, natürlich. Das kommt in einem Hyperball. Das heißt, er hat das irgendwo gefangen. Wo kann man die fangen? Also die Starter habe ich bisher noch nirgends irgendwo anders gesehen. Wo gibt's denn das? So, okay. Wir gucken es uns an. Die sehen echt seltsam aus, die Tornuptos. Die sehen einfach richtig seltsam aus. Okay, gut. Gut. Ich glaube, ich weiß so. Dabei spiele ich das Spiel gar nicht. Was? Woher weißt du dann wo? Glaubst du, es ist gecheatet? Was? Nein, ich will. Moment, okay, doch. Also, okay, gut. Dankeschön, Patrick. Massen-Outbreak, rotes Sumpffeld. Okay, da gibt es Massen-Outbreaks. Aber es ist ja, dann müssten ja da auch einzelne Feuerflieger sehen, wo rumlaufen, oder? Ich habe noch nie welche gesehen. So. Noch irgendwie. Da. So, Galoppa ist jetzt offiziell fertig. Tada! Wie unfertig ist sie jetzt? Da laufen schon mal Steine drum. Woher weißt du das? Woher weißt du das, Pferd, wenn du das gar nicht spielst? Woher weißt du das? Ich bin ein bisschen neidisch jetzt. So, minimal. So, ich nehme jetzt Pilze mit. Und das nehme ich mit. Munterreis. Den Rest lasse ich, glaube ich, hier. Stief. Einfach Schneebälle in der Lagerungsbox. Hast du die Hauptstory durch? Wenn nicht, danach bekommt die ganzen. Ah, okay, nein, habe ich noch nicht. Sind wir dran eigentlich? Was wir dann jetzt auch machen könnten. In dem Fall. Ich hab die ultimative Anleitung kreiert. Okay, ich gehe doch noch kurz zum Taschenmann. Da ich jetzt mehr Items bei mir trage. Okay, dann ist das Endgame-Content. Und die richtige, wie ich. Eine Eisenart. Was ist der nächste? Klingt doch gut. 150.000 für einen Bärenplatz. Einen Platz, wo ich dann eine Bäre mir mittragen kann. Das ist schon ein bisschen heftig.
Oh. Hier war wieder Köderteig. Ich brauche wieder Köderteig. So viele machen. Köderteig gab es, glaube ich, bei dir, oder? Der Typ ist doch mir echt so. Überleg mal, wenn ich gar nicht die Einzige bin, die das macht. Sondern dass es auch noch andere Leute gibt. Die da Taschenplätze. Nein, so viel wollte ich nicht anbieten. Also die Taschenplätze von ihm kaufen, so. Könnt ihr auch so kaufen? Vielleicht kann man ein paar Bohnen. Aber das ist dann immer teurer. Es muss irgendwo hin, wo es cooler Bohnen gibt. Ich hatte noch. Hatte ich noch welche? Hätte ich gar keine machen müssen. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt, ob es nochmal einen Auflauf gibt. Und ansonsten machen wir mit der Story weiter. Theoretisch wollten wir jetzt in 20 Minuten spielen, aber Andorcia kann nicht und Bitter hat sich mit Kopfweh hingelegt. Seth, are you still there? Endlich kommt jemand vom Forschungsgrupp vorbei. Auf dich habe ich schon gewartet. Ach, das ist die mit dem Heizheira. Vor kurzem wurde ich von einem wilden Pokémon angegriffen und verletzt. Aber ein Heizheira hat mir geholfen und meine Wunden geheilt. Ich will mich dafür bei ihm bedanken. Hilfst du mir, es zu finden? Ich bin durch einen Pokémon zu Schaden gekommen und ein anderes hat mir wieder auf die Beine geholfen. Tja, wie das Leben so spielt. Würde meinem Truppe aber Schande bereiten, bräuchte ich dem Pokémon nicht die gleiche Dankbarkeit entgegen wie einem Menschen. Suche mich bitte im Arktilas Eisblock hier im weißen Frostland auf. Dort bin ich dem Heizheira begegnet. Okay, dann machen wir das halt auch noch. Dann beenden wir die Story heute wohl eher nicht. Wenn das so weitergeht. Also in meinem nächsten Leben werde ich dann auch so Taschenmeister. Dann hat man ausgesorgt. Sternstaub. Vielleicht sollte ich einfach mal den Sternstaub verkaufen. Oh, du willst mich als bei der Suche nach Heitara unterstützen? Ganz in der Nähe habe ich es getroffen, aber es fehlt noch hier die Spur von ihm. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass hinter mir ein Rex-Blizzard auftaucht. Ah! Kann ich das jetzt fangen oder auch? Ja, ich versuche es gar nicht. Ich wollte gerne rauf. Du hast Rex Bizarre besiegt. Hm.
Warum müssen alle Pokémon außer Hytara eigentlich so angsteinflößend sein? Autsch, autsch, autsch. Oh je, ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Hytara! War Hytara? Halt, halt! Mensch, da habe ich mal wieder Glück im Unglück gehabt. Ja, ich habe dir diese Beeren als Dankeschön mitgebracht. Halt, halt! Flee! Da sein Pokémon so gutherzig sein kann. Hytara lässt jedem gleichermaßen seine Hilfe zukommen, egal ob Mensch oder Pokémon. Okay, das war's jetzt, oder wie? Jetzt fangen wir nochmal das Arktidas. Dreht sich nicht gleich um. Und dann gehen wir zurück. Ich habe eins Pokémon gefangen. Das war nur 473 Pokédollar wert. Mehr nicht. Okay, aber jetzt wissen wir, was es ist. Es ist eigentlich alles. Es gibt gar nichts mit Füttern, das ist ja gemein. Also Pilze ist es. Wir gehen jetzt zurück. Zurück. Und ich speichere. Bin ich wieder rausfinden, wie das geht. Bidiza, nee, wir brauchen kein Bidiza. Und dann drehen wir mal den Palkia in den Arsch. Reite dich gut vor und begib dich dann zum Sinnoh-Tempel. Sind wir gut vorbereitet? Oder eher nicht? Okay, hello again. Gleich nochmal von vorn. Holo! Ich hab schon auf dich gewartet. Du kannst dich zwar auch im Basislager eindecken, aber vielleicht kommt es dir ja gelegen, kurz vor dem Tempel deine Vorräte noch einmal aufzustauen. So einen Logenplatz für dieses legendäre Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, wage ich mich vielleicht noch näher heran. Mach dir jedenfalls um mich keine Gedanken, für meine Sicherheit weiß ich schon selbst zu sorgen. Außerdem kenne ich doch deine Fertigkeiten, wenn es um Pokémon geht. Noch bevor mir irgendwas passieren kann, wirst du den ganzen Spuk beendet haben. Ist. Die habe ich belebe.
dann haben wir eine glatte Zahl. Aber ich vermute, wir können Palkia nicht fangen. Oh, das reicht jetzt mal, Volo. Danke dir. Kann ich nicht graben? Okay, ich dachte, ich hätte jetzt wieder was bekommen. Nein, natürlich nicht. Da stehen sie wieder alle. Ich dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Weg räumen müsse, um Jubeldorf zu schützen. Hörst du da schon jemanden jammern? Nein, das möchte ich gern behalten. Ob nun das Pokémon des Tempels oder dich. Doch du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du nun bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Ich brauche noch Zeit. Brauche Freiraum. Schade, lass uns gemeinsam den Morgen entgegengehen. Was soll das denn bedeuten? Eine alte Redensart des Diamantclans, mit der man jemandem Glück wünscht. Ach, scheint, als hätte dein Clan manchmal auch ein paar kluge Worte parat. Wir werden dir zur Seite stehen, komme was wolle, auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Struggle. Beschütze Raum und Zeit. Could this be the final battle? I think so, Seth. I think so. Seth, better just laid down because he had a headache. So I don't know if we play. No. Also ich werfe jetzt einfach automatisch den roten Ball. Okay, und dann ist es gut. Das war eine Bombe. Das war kein Pokéball, das war eine Bombe. Oh, es sieht anders aus. Es sieht aus. Moment, es ist ein Arceus Palkia Klon? Hä? Jetzt hätte ich gerne den Dialga Palkia Klon gesehen. Der hätte bestimmt hübscher ausgesehen. I'll go check with him. Yeah, do that. Woher kommen jetzt die Ruhegaben? Niemand hat hier Ruhegaben vorbereitet. Gottes Willen, ich will das nicht schon wieder machen. Da habe ich jetzt so überhaupt keine Lust auf. So, this won't be the final battle, I guess. No! No! Okay. Okay. Ah, ja. Das war ein bisschen zu weit. Töte jetzt bevor es rein. Was verfange ich das? Time versus space. Money and time. Yeah, true. True. Oh my god. Okay, Seth, it could be I'm a little late.
Scheiße. Ich denke immer, wenn der eine weg ist, dann müsste der andere ja auch weg sein. Wieso gibt's hier keine Anleitung? Hans! Mir gefällt das hier gar nicht. Wirklich gar nicht. Ach, kommt das wieder. Wann kann ich ein Pokémon werfen? Gar nicht. Ja, lol. Du bist witzig. Dann bleibt sie wieder stehen. Pokémon so ist Pokémon I'm not back from better. Oh no, was ist das? Scheiße. Was ist das für ein Emote? Das ist sehr lustig. Wenn das also falsch verstanden, du sollst es besiegen. Ach so, Fenris. Na dann. Jetzt weiß ich, wie ich es machen sollte. Okay. He's just standing there, menacingly. I don't know how to pronounce it. It looks like his final attack, okay. Sieht wie aus. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach echt nicht gut in diesen Bosskämpfen. Ich finde ein bisschen blöd, wenn ich so über das halbe Feld gehen will. Au! Das hab ich auch gemacht. Wenn nicht mal jemand Ruhegaben machen, die besser fliegen. Ah! Ja, oh Gott, ich hab gar keine Gaben mehr. Es wird tendenziell, glaube ich, ein bisschen besser. Ein bisschen. Boah, ja, nehmen wir die. Das sage ich total. Jetzt.
Ja, was? Das? Ich weiß es nicht. Muss ich das einfach ertragen, oder? Was hat mich jetzt getroffen? You said it right. Okay, I did, okay. I'm a little bit proud. Nein, ich will es nicht. Eigentlich finde ich es nicht sehr gut. Aber ja, also diese eine Attacke am Schluss. Da weiß au. Auch bei dir. So, und jetzt kommt die Welle, oder? Nee, gar nicht. Oh ja, geil, oh. Dann habe ich jetzt nicht wirklich Platz zum Ausweichen. Was war das denn? Nicht die letzte Phase, ne? Darf ich es denn behalten? Als ob er rausgeht. Kommt, Leute. We want a picture. What? Not a smelly chair. Okay, better as well. Well, awake. Hat sie es wirklich gefangen? Bilde mir das nicht ein, oder? Sie hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Yes, dank des Urballs ist es ihr tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich etwas anderes von Strahl erwartet hätte. Puh. Wirklich eine Glanzleistung. Sieh einen an, selbst Expeditionsleiterin Boko muss zu solch einem Anlass ein Tränchen verdrücken. Oh, ein überaus seltener Anblick. Aua, was sollte das denn? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört her! Diese Aufgabe war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren, doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen und haben sie bewältigt. Das ist nicht wahr, ich war immer ganz allein. Wie mir scheint, gibt es jetzt nur eins zu tun. Ein Fest, wir werden ein Fest veranstalten und es gibt nur Kartoffelmutti zu essen. Versammelt alle Mitglieder eurer Clans. Das wird das größte Fest, das Hisui jemals gesehen hat. Wir sollen zusammen mit dem Diamant-Clan feiern. Feiern mit dem Perl-Clan. Naja, immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh verehrt hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Recht ist, sind Geschichte. Unsere Vorfahren werden wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber das ist vielleicht der beste Weg, den Ort, an dem wir alle leben, zu beschützen.
Nun lasst uns feiern! Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region. Darf ich jetzt beide behalten? Okay, das war wohl der letzte Kampf, wie es aussieht. Dragon Master of Time and Space, yes! Wir haben gar nichts gemacht, echt so! Dragon, ja, echt so! Banner, was am Arsch? Mach es! Pokémon Legends Morning. Ah, da ist das Sprite mit dem Wasser umgekippt. Was am Arsch, was am Arsch? Stop drowning me. Aber die drei komischen Schwestern, die waren auch ein bisschen sinnlos, oder? Irgendwie. What a journey, what a journey. True. Strange Journey. Vielleicht sage ich, ja, ich musste das mal begrenzen, Panda. Weil das ein bisschen overused wurde. Hin. Wo kam jetzt Hin her? Das weiß ich immer noch nicht. Der kam auch aus dem Riss, oder? Ist der Riss denn jetzt du? Ich finde auch, die haben extrem viele Charaktere gemacht, die halt immer nur kurz vorkommen. Das finde ich ein bisschen schade. Hey, this nugget is gonna send you home. I don't know. Doesn't seem like it. I mean, I closed the gap now, didn't I? So. Jetzt habe ich das Ende verpasst, weil ich bei uns eben Essen habe. Oh nein! Oh nein! Dann musst du es wohl selber noch spielen. Und ich habe mir extra so viel Zeit gelassen. Irgendwie bei mir läuft das so schnell, ich kann das gar nicht. Also das ist gar nicht lesbar wirklich. Das ist total verwaschen und verwackelt, weil es so schnell läuft. So eine 5000 Pokédex wäre es halt echt so, oder? Und jetzt kommen ja noch Starter und andere Pokémon. Und was ist mit Arceus? Fange ich jetzt Arceus gar nicht? It's really is an easy card, but true. Star, can you explain the plot in 30 seconds? Oh God, I don't think I can do that. Girl. Yeah, my English is not good enough to explain it. Danke, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitet hast. Ja, riesen Hisui-Fest. A girl comes to another world. No, I can't. I'm sorry, my English is too bad. Bring mir mal eine Switch, dann kann ich das spielen. PC und Series X only. Ja. Das ist, soll ich dir was verraten? Das ist auch nicht meine Switch. Ich habe eigentlich auch keine. Dein Arceus wollen scheint auf irgendwas zu reagieren. Begegne allen Pokémon.
darf nicht heim, weil ich nicht allen Pokémon begegnet bin. Bagia gefangen. Juhu! Ich habe tatsächlich beide bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Okay, wir gucken jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Wir speichern jetzt hier. Und dann machen wir heute an dieser Stelle Schluss. Good enough. I hope so. Yeah. Und dann werde ich das irgendwann vermutlich nochmal anmachen und gucken, wie viele Pokémon ich dann noch Lust habe zu fangen. In dem Fall, würde ich sagen. Und jetzt spiele ich dann mit Etar und Seth. Was spielen wir? Ich weiß nicht. Okay, wer ist online? Gamma! Gamma Goblin wäre online, dann lasse ich euch Gamma Goblin. Der spielt wieder Retro-Spiele. Wir haben letztes Mal ja richtig durchgezogen mit den Retro-Spielen. Mal gucken, was er heute macht. Seid brav da drüben. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Samstagnacht. Und ich vermute, dass ich am Montag wieder spiele. Und wenn ich es schaffe, am Montag meinen Bachelor wegzuschicken, dann machen wir auch mal wieder einen ordentlichen Streamplan. So machen wir das. Oha, es geht nach dem Abspann noch weiter. Wohl schon. Bis demnächst. Entweder auf TikTok oder hier. Ja, machen wir bald. Tschüss. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, meine Lieben. Macht's gut.